Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Wir machen weiter. Ist bei mir gerade auch erst sehr kurz her, seit ich die letzte Folge gemacht habe. Denn ich habe einfach ziemlich Lust hier zu schauen, wie es weitergeht. Und genau, wir waren hier natürlich bei der Quest Aldesia. Eventuell sogar der letzten Hauptquest innerhalb von Morolosch. Okay. Aldesia ist für die Sabotageakte verantwortlich. Ich soll sie auf Geheiß des Königs aufhalten und herausfinden, was dahinter steckt. Na genau, da hatte der Bergkönig eigentlich gesagt, wir sollen sie einfach zu ihm bringen, damit Fragen gestellt werden können. Also, ganz so wie das hier steht, hat er es nicht gesagt. Okay. Aldesia hat diese Sabotageakte übt und versucht, sie Salina in die Schuhe zu schieben. Es wird Zeit, dass die wahre Schuldige gefasst wird. Genau, und ich hatte ja letztes Mal vermutet, dass eventuell etwas passieren könnte, wenn wir hier uns rausführen lassen. Deswegen hatte ich da kurz vorher aufgehört, aber jetzt lassen wir uns von Hockmasch mal führen. Wollt ihr den Thronsaal verlassen? Ja, lasst mich hinaus. Ich werde euch hinausgeleiten. Ah, da stehen die beiden. Mit denen wollte ich ja eigentlich reden letztes Mal, aber da waren sie weg. Und Salina war auch weg. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte euch nur einen Gruß anbieten. Auf bald. Bei Angroschs langem Bart. Ihr habt es geschafft, die Unschuld eurer Freundin zu beweisen. Ich bin verblüfft über die Mühe, die sich diese Aldesia gemacht hat, all die falschen Beweise zu legen. Ja, das steht ja noch aus, ne? Ob das denn genauso ist. Na gut, er glaubt es wahrscheinlich eher als der König schon mal. Dafür gebe ich gerne ein Fleißkärtchen. Aber erstmal werden wir sie uns schnappen und uns von ihr einige wichtige Antworten holen. Viel Erfolg. Das ist euer Verdienst, Woltern von Elenwina. Ich muss noch etwas mit Prinz Arom besprechen. Dann werden wir auch zu euch stoßen. Ich freue mich jedenfalls, dass es euch wieder besser geht. Nun kann ich euch endlich nach den verborgenen Höhlen unter Morolosch befragen. Der eigentliche Grund meines Besuchs in der Stadt. Auch ich weiß nur wenig über die tiefen Höhlen von Gruldur, wie wir sie nennen, als der Rest unserer Gemeinschaft. Habt ihr vielleicht spezielle Fragen? Ach so, das haben wir alles schon mal gefragt, ne? Genau, der Zwergenkrieger, die Höhlen selbst, wie man da hinkommt, der Helm statt des Goldes. Das reicht vorerst. Ah, okay, die Gemächer, das heißt, sie steht hier schon mal nicht rum. Ah, da ist Alina. Grasima steht da auch. Mal gucken, ob er noch was sagt. Ihr habt also den wahren Täter aufgedeckt. Gut gemacht. Und übrigens, das Quartier der Dame Aldesia findet ihr in der Nähe von Grasimas Lager. Also im zentralen Schacht ein paar Treppen hinunter. Viel Erfolg. Sehr gut. Diese Frau hat ausgespielt. Seid gegrüßt, Drachentöter und Wahrheitsfinder. Es freut mich, dass ihr eure Freundin befreien konntet. Ich wusste ja, dass ihr es nicht bereuen würdet, mir zu helfen. Da kann ich schwer widersprechen. Vielen Dank. Du bist ein wahrer Freund. Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Und das habe ich doch gerne gemacht. Du bist zu großmütig, aber ich möchte mich trotzdem bei dir bedanken. Hier, nimm diesen Ring als Zeichen meines Danks.
Ich danke dir, holde Saline. Und was mit dir? Was hast du jetzt vor? Ich weiß noch nicht so recht. Eine Zeit lang in Murolosch bleiben und mich von den Strapazen erholen, dann weiterziehen. Ich hege keinen Groll gegen die Zwerge, aber hier auftreten möchte ich jetzt nicht mehr. Und dann wünsche ich dir viel Glück bei deinen weiteren Reisen. Leb wohl, meine Gauklerin. Okay, was haben wir da gekriegt? Ja, gar nichts eigentlich, ne? Weil das Inventar voll ist. Ah. Na klar. Ach stimmt, wir müssen auch noch diese ganzen Hunderten von Liter Bier verkaufen. Ah. Das ist natürlich super. Ah, Klugheit, Gewandtheit. Amazone voraus. Ah. Ausdauer. Gute Entscheidung. Lass das mal Vorgrim machen. Ah, ich glaube, Klugheit ist für ihn jetzt nicht so wichtig. Da hätten sie den Stein mal ein bisschen anders machen können, ne? Sieht beides aus wie Lebensring. Aber gut. Ihr habt Salinas Unschuld bewiesen. Großartig. Nun soll keine mehr schlecht über sie oder mich sprechen. Ich könnt euch umarmen. Ein andern Mal. Vielleicht. Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich hatte hier ein paar Waren. Das bin ich. Ah. Immerhin. 6 Dukaten. Na? Immerhin fast 50 Gold. Ups. Gut. Bogenmesser kann auch weg. Ah, den Ring behalten wir erstmal. Na gut, diese zwei einzelnen hier packe ich auch mal weg. Alle mal hergehört. Meint ihr? Ah, blöde Hosen, Bügelhelm. Ja gut, die Kurbel kann eigentlich jetzt auch weg, ne? Ich meine, wir haben ja eine gekauft jetzt. Ja, ich glaube, das war's. Drachenspeichelfalle. Irgendwie weiß ich davon gar nichts. Diese Falle wurde mit dem tödlichen Gift des Riesenskorpions benetzt, wehe dem der armen Kreatur, die in ihre Fänge gerät. Ein langsamer, aber sicherer Tod sei ihr gewiss keine Falle für Krieger oder Rondra gefällige. Ja, also schon mal nicht für uns. Okay, dann soll sie das mal nehmen. Alles klar. Okay, Bierlager.
Und irgendeine Tür war da ja noch. Ah. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob wir hier unser blaues Wunder erleben. Ah, die Kammer sieht aus wie alle anderen auch. Haben sie mal wieder alles recycelt. Jetzt werden wir ihr mal auf den fauligen Zahn fühlen. Ich will wissen, was sie plante. Okay, eine offene Tür. Wir sind schon wieder sehr schnell unterwegs. Folgt mir. Bin ich mal gespannt. Noch irgendwas hier? Irgendein Buch oder so? Nee. Gut. Ja, toll. Candidus. Ah. Was sucht ihr in meinen Gemächern? Hinaus! Voltan hofft zwar immer noch ein bisschen, dass sie unschuldig ist, aber eigentlich glaubt er es auch nicht mehr. Wir sind im Auftrag König Aramboloschs hier, um euch in Gewahrsam zu nehmen. Eure Machenschaften sind aufgedeckt, Aldesia. In Gewahrsam? Lächerlich. Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten. Uns. Ach du Scheiße. Es war ein bisschen schnell. Furax. Steingolems. Paralysieren geht, glaube ich, auch nicht. Aber vielleicht. Inventar ist voll, na toll. Vielleicht kann man da ja tatsächlich mit Wunden was machen. Na, wobei, mit dem Rapé macht sie Wunden. Aber okay. Wir gucken mal. Ich glaube, die sind aber immun dagegen. Gute Entscheidung. Okay, ich weiß nicht, ob sie irgendwie zaubern kann. Das bin ich. Okay, sie macht ja gar nichts. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Rondra. Ja, da würde ich sagen. Einfach rauf, ne? Folgt mir. Furax. Ich mach das schon. Na, umwerfen ist natürlich scheiße. Alles klar. Arquartus. Perfekt.
Das bin ich. Ja, ich glaube, sie können wir erstmal vorlassen. Ich versuche mein Bestes. Aber keine Ahnung, was gegen die hilft. Ja, wahrscheinlich alles, was RS umgeht, ne? Deswegen haben wir wahrscheinlich mit den Bögen so viel Schaden gemacht. Ha. Ja, Finte. Ja. Meint ihr? Gute Entscheidung. Ich versuche mein Bestes. Na klar. Dezeption. Komm schon. Sehr Kampf natürlich. Aber das schaffen wir, glaube ich, locker. Candidus. Lass das mal Vorgrim machen. Folgt mir. Doch, noch ein bisschen Fulminictus. Quatsch. Wenn's nicht wird. Alle mal hergehört. Für Rondra. Oh, perfekt. Ach, die Arme. Ja, wobei, wenn die sich jetzt noch verwandelt, ne? Okay, ich weiß nicht, ob ich diese Säfte doch trinken soll. Okay, wir lassen es erstmal drauf ankommen. 80. Alles klar. What? Phorax. Mal gucken, wie das mit Wunden ist. Ein Zwerg, ein Wort. Zum Angriff. Ah, okay, Wunden geht. Drei Wunden. Vier Wunden. Okay. Der Sieg bei Angrosch Sparte, wir sind zu spät. Diese hinterhältige Schlange ist bereits tot. Jetzt werden wir wohl nie erfahren, was sie zu ihren Taten getrieben hat. Vielleicht erhellen uns ihre Aufzeichnungen. Ich sehe keine guten Tage auf uns zukommen. Das deutet auf eine viel größere Verschwörung hin. Aldesia hat in Murolosch nach einem Zauberportal gegraben und hatte es gerade in aller Ruhe präpariert, während die Gauklerin beinahe für sie den Kopf hinhalten musste. Okay. Plattenschuhe der Flammen. Krass. Den Helm kriegen wir da unten, wurde ja schon gesagt, aber eine Hose wäre noch schön. Und vielleicht eine Waffe. Okay. 2-2. Meisterlich geschmiedete Plattenschuhe aus einem seltsam leichten und extrem harten Metall. Auf magische Weise wird der Mut des Trägers gesteigert und auch Zaubern ist mit dieser Rüstung möglich. Ja, macht uns eigentlich schlechter, ne? Auch wenn die BE besser ist. Aber der Mutbonus... +1 Mut. Okay.
Ja, das muss schon irgendwie sein, ne? Ach, ist noch gar nicht zu hier. Aldessia hat sich nicht wehrlos verhaften lassen, sondern bis zum Tod gekämpft. Wenigstens muss sich jetzt keiner mehr vor weiteren Sabotageakten fürchten. Moment. Portal, sie hat... Was? Teleportationsportal? Hä? Okay. Aldessia ist besiegt, aber die Ränke der Drachenkultisten reichen mit Sicherheit noch weiter. Ich muss durch das Teleportationsportal gehen und ihnen zuvorkommen. Es führt kein Weg daran vorbei. Wenn du die Drachenkultisten aufhalten willst, musst du durch das Portal gehen und was auch immer finden, bevor sie es finden. Hm. Freund hat er gar nicht ausgesprochen. Das werde ich. Leb wohl, Prinz Aron. Bortombla Hortosch. Habt ihr noch Fragen, bevor ihr euch durch das Portal wagt? Könnt ihr abschätzen, wie weit Aldessia mit ihren Bemühungen mit dem Portal vorangekommen ist? Sie hatte auch erst vor kurzem den Mechanismus entschlüsselt. Bei Angrosch wäret ihr nur etwas später gekommen, wäre sie fort gewesen. Wisst ihr, wohin mich dieses Portal genau führen wird? Das sagen Aldessias Aufzeichnungen leider nicht, nur dass es den Weg in irgendwelche Höhlen unterhalb von Murolosch öffnen soll. Gut, dann werde ich jetzt auf den Weg ins Ungewisse antreten. Irgendwo dort muss das Geheimnis des adamantenen Herzens liegen. Naja, ich meine, wohin soll das schon führen, ne? Das bin ich. Dahin, wo wir halt wollen. Ei. Granatapfelfalle? Gefährliche Brandfalle bestehend aus einem Auslöser und einer mit Hylaila-Feuer gefüllten Tonkugel. Ausgelöst explodiert sie und verschüttet ihren kaum zu löschenden Inhalt auf die Umstehenden. Eine geächtete und äußerst seltene Falle im Mittelreich. Giftfalle noch. Bärenfalle, die mit einem Wundgift bestrichen wurde und so zusätzlichen Schaden verursacht. Nachtwind. Seltene maraskanische Waffen mit geschwärzter Klinge. Ja. Ich mach das schon. Doppelkuntjuma, mächtiger Krummsäbel. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kuntjuma, kräftiger südländischer Säbel. Die Waffe der Tulamiden und Novadis. Ja, wobei die auch im Südosten sind. Na gut. Mist. So, und hier ist jetzt irgendwie... Da ist jetzt ein Portal oder was? Hä? So, nochmal. Außerdem können wir noch mal gucken, was sie dabei hatte. Ja. Ei. Spitz zu laufende thulamidische Stiefel mit arkanen Verzierungen an den Schäften. Ja, gut. Ah. Alles klar.
alle mal hergehört. Ja, ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch mehr rausholen kann, deswegen gehen wir mit ihr auch nochmal hoch. Scheint aber nicht so. Ah. Die guten Wurfsterne. Okay, Gewandtheit. Brauchen wir jetzt eher nicht so. Aber die vermeintlich letzte Truhe wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Oh, fein. Ah. Lass das mal Vorgriff machen. Na klar. Schöne Belohnung. Dann haben wir schon wieder fast 500 Gold. Okay, die Arme. Aber sie war auf der falschen Seite. Und ehrlich gesagt, ich hätte irgendwie gedacht, dass sie sich auch nochmal verwandelt. So wie wir es von dem einen Echsen-Typen hatten. Gut, dann gibt es hier nichts mehr für uns zu tun. Dann können wir hier tatsächlich runter. Candidus. Und woher wissen die von einem magischen Portal, wenn die gar nicht hier nach unten gegangen sind? Komisch. Okay, was machen wir da? Okay. Teleporter. Benutze das Teleportationsportal. Tiefen von Gruldur, tatsächlich. Ich überlege gerade, ob das nicht eigentlich auch sonst ein guter Punkt wäre, um hier einmal einen Cut zu machen. Gucken natürlich hier noch einmal kurz in die Ecken. Ich würde aber sagen, hier ist wahrscheinlich nichts wirklich. Ja, sieht nicht so aus. Kann man eigentlich auch von hinten? Nee, kann man nicht, okay. Was auch immer er da an den Säulen gemacht hat, keine Ahnung. Das heißt, die konnten hier unten ja noch nicht mal irgendwas sehen aus der Ferne, sondern da war einfach gar nichts und wir haben da irgendwas an den Säulen gemacht. Okay, das fand ich jetzt echt irgendwie komisch. Gut. Ich würde sagen, wir gucken uns das noch einmal an. Und dann, ja. Mal schauen. Ah, EP. AP, besser gesagt. Aha. Nix. Ah, okay. Riesiges Portal anscheinend. Zwergenskelett. Aldesia ist geschlossen.
Ich habe Aldessia besiegt und ihre Forschungen zu den Teleportationsportalen entdeckt. Ja, gut. Dass sie da jetzt am Ende irgendwie auf einmal was mit Portalen einbauen und dann auch noch bei Murolosch. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen speziell, aber gut. Die tiefen Höhlen von Gruldur. Okay, erkunde die Höhlen, entschlüssel die Inschriften, finde einen Schlüssel, finde eine Teleportationsscheibe. Ha. Okay. Schauen wir uns mal um. Dort drüben liegen die Überreste eines Zwergs. Zyklopische Rundtür. Eine Rundtür zyklopischer Bauart. Ein Mechanismus hält die Tür geschlossen. Wird er betätigt, rollt sie selbstständig auf. Sie dann wieder zu schließen, würde die Kräfte eines Zyklopen erfordern. Okay. Wo auch immer her wir wissen, dass das eine zyklopische Rundtür ist. Ah, hier ist schon so eine Einbuchtung. Wer bist du? Was machst du hier? Du bist nicht tot? Oh. Nein, ich bin quicklebendig. Und das soll auch so bleiben. Oder was bist du denn? Oh, so vieles wurde vergessen. Was wurde vergessen? Du hast meinen Namen vergessen. Alle haben meinen Namen vergessen. Ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe ihn doch nie gewusst. Wie ist denn dein Name? Ich habe ihn auch vergessen. Du bist ein Geist, nicht wahr? Weißt du das wenigstens? Ja, ein Geist ohne Namen, gebunden auf ewig in diesen Höhlen, denn mir wurde das Liebste genommen, das Einzige, das mir von ihr noch geblieben war. Ich finde keine Ruhe, solange es sich in den Krallen der verfaulten Grolmurim befindet. Ja, das klingt nach Grolm. Ein Schmuckstück? Vielleicht von deiner Liebsten. Ich werde die Augen offen halten. Finde es für mich und erlöse mich von meiner Existenz. Das Amulett? Ja, ein Amulett ist es. Nimm dafür, was niemand sonst hier unten noch gebrauchen kann. Du willst mir etwas geben, was niemand sonst hier unten braucht? Es ist alles tot hier unten. Sie gehen durch Wände. Kannst du durch Wände gehen? Nur die Lebenden benötigen noch Schlüssel für die runden Türen. Schlüssel? Ja, das hört sich gut an. Hey, bleib hier. Wo ist der Schlüssel denn? Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich einmal in den Taschen deiner Überreste nachschaue. Okay, der Zwergengeist, nochmal was Neues. Finde das Amulett. Ja, haben wir noch nie gesehen, so ein Zwergenskelett hier im Spiel. Und ich glaube auch nicht im zweiten Teil. Ein Artefakt, das mit dem sich eine zyklopische Rundtür öffnen lässt. Achso, ja. Ich muss die Tür finden, die sich mit dem Zyklopenschlüssel öffnen lässt. Okay, also die hier anscheinend ja nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Dies sind die Überreste eines Zwerges. 0,05 Stein.
ganz angenehm, dass man hier eigentlich keine... Da unten ist noch was. Kein Licht braucht. Na, okay, die Ecke hätte ich fast übersehen. What? Oh. Das schwarze Herz aus Adamant liegt sicher verborgen hinter den Feuerfällen von Algomosh. Schau an, gemeißelt in Stein. Unser erster untrüglicher Hinweis auf das adamantene Herz. Okay. Finde noch einen Schlüssel. Okay, da geht's jetzt ein bisschen länger entlang. Ah, ich würde aber sagen, wir gucken erstmal oben, ne? Weil hinter solche besonderen Türen zu gehen, da gucken wir uns lieber erstmal die normalen Wege an. Weiß nicht, ob das gut ist, ob das jetzt das Schlauste ist, aber wir handeln mal so, wie die Leute hier jetzt handeln würden. Okay. Noch eine Tür. Okay, gut zu wissen. Hier oben ist noch eine. Ist das da in der Ecke irgendwie? Nee, okay. Na, hier auch noch. Ah, sieht nicht so aus. Ah, hier kann man auch runter, okay. Ich würde mal vermuten, dass wir hinter dieser einen Tür einen Schlüssel kriegen, der... Naja. Na gut, entweder für hier unten oder für da oben. Na, ist halt immer so die Frage, ne? Manchmal ist es in Spielen so, dass man so Türen oder Portale, die ganz unten sind, dass die als letztes geöffnet werden, damit man da auch schnell wieder rauskommt und am Ende nicht so einen langen Weg hat. Und manchmal ist es eben auch so, dass die Sachen, die weiter oben sind, oder je nachdem, weiter irgendwo im Keller, dass die halt das Wichtigere sind. Weil man halt einfach so weiter nach oben oder nach unten musste und das dann besonders ist. Okay, kaputte Zwergentüren. Gut. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann nächstes Mal an. Bin mal sehr, sehr gespannt. Ich weiß nur noch irgendwas mit Grollm. Und dass man dem adamantenen Herzen halt näher kommt. Das zentrale Artefakt hier im Spiel. Und dass wir uns jetzt Richtung Spielende mit großen Schritten bewegen. Gut. Sind wir eigentlich Tiefen von Gruldur? Okay. Ich verbuche das jetzt nochmal unter Murolosch. Ganz dreist. Okay. Dann erstmal wieder bis hierher und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.